Jo moin Leute, Goldpriester hier. Wir schauen uns in diesem Video mal die Befähigungs- und Meisterschaftsaufgaben für die drei neuen Waffen an. Und zwar ist es einmal Karabiner M2, Typ 11 LMG und Schrotflinte Modell 37. Ich glaube, ich bin echt der langsamste Battlefield-YouTuber weltweit. Ich hoffe, das ist noch okay für euch. Ich wollte es halt vor allem noch fürs Archiv machen. Okay, jetzt schauen wir uns gleich einmal den voll ausgerüsteten Goldskin in Aktion an. Danach kommt ein kurzer Schusstest und dann schauen wir uns das beste Setup an. Und danach folgen dann die ganzen Aufgaben dazu. Einmal die Befähigungs- und einmal die Meisterschaftsaufgaben. Vom Handling her ist das Teil wirklich top, aber es hat halt keine Durchschlagskraft. Im aktuellen Zustand würde ich sagen, dass das Teil sogar ein Stück schwächer ist als die allseits bekannte Typ 2A. So, okay, auf der ersten Ebene rüstet ihr also schnelleres Zielen aus, was ein 33% schnelleres Ziel mit dem Visier ermöglicht. Da die Präzision der Waffe schon recht gut ist, würde ich auf zweiter Ebene auf verbesserten Griff setzen. Damit erhöht ihr euer Hüftfeuer, was dadurch nochmal präziser und effizienter wird. Und auf vorletzter Ebene komponierter Verschluss, was nochmals euer Hüftfeuer verbessert. Auf letzter Ebene wird es tatsächlich nochmal etwas schwieriger, und zwar können wir hier zwischen schnelleres Nachladen und erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit während des Zielens wählen. Da man das Nachladen mit der Zeit sehr gut abschätzen kann, wählen wir hier klar leichter Schaft. Und so schaut das finale Setup dann in der Endfassung aus. Wie gesagt, von der Präzision her ist das Teil schon relativ präzise, aber leider hat es halt auf weitere Entfernung keine richtige Durchschlagskraft mehr. Okay, vom Schussbild wollte ich euch das Teil noch zeigen, und zwar habe ich hier mal kurze Feuerstöße an der Wand gemacht. In der Mitte habe ich da mal Dauerfeuer ohne gegenzuhalten gemacht und am Ende habe ich da nochmal präzise Schüsse gemacht. Da könnt ihr mal sehen, wie die Streuung sich so verhält. Okay, wir schauen uns jetzt mal die zugehörigen Aufgaben zur M2 an. Und zwar habe ich das diesmal so gemacht, dass das direkt parallel ist. Erst einmal sieht man die Befähigungsquest, die kommt mit Waffen Level 5 und daneben ist die Meisterschaftsquest, die taucht erst mit Waffen Level 10 auf. Bei der Befähigungsquest heißt es, verursache in einer Runde 800 Schadenspunkte oder rundenübergreifend 2000 Schadenspunkte. Und die Meisterschaftsquest lautet, verursache in einem Leben 600 Schadenspunkte oder in einer Runde 1500 Schadenspunkte gesamt. Im Prinzip könnt ihr die Aufgabe in Combined Arms abschließen, wer will, kann das natürlich auch im Multiplayer machen. Zum Testen habe ich jetzt hier mal Verfolgungsjagd ausgewählt und noch auf einfach einstellen und dann let's go. So, kommen wir jetzt zur zweiten Quest, und zwar müssen wir bei der Befähigungsquest diesmal 15 Gegner in einer Runde eliminieren oder rundenübergreifend 30 gesamt. Bei der Meisterschaftsquest müssen wir diesmal 7 Gegner in einem Leben erledigen oder in einer Runde 25 Gegner gesamt. Beide Aufgaben können wieder in Combined Arms abgeschlossen werden, ich habe das hier mal auf wichtige Informationen gemacht. So, kommen wir jetzt zur dritten Quest. Diesmal müssen wir bei der Befähigungsaufgabe 15 Gegner aus 150 Meter Distanz erledigen oder rundenübergreifend 30 aus 150 Meter Distanz. So, und bei der Meisterschaftsquest heißt es, eliminieren in einem Leben 7 Gegner aus 150 Meter Distanz oder eliminieren in einer Runde 25 Gegner aus 150 Meter Distanz. Beide Aufgaben können wieder im PvE, also in Combined Arms, abgeschlossen werden. So, ich habe das hier mal exemplarisch auf Wüstenunterlagen gemacht, unten auch auf einfach einstellen und dann go. Weiter geht's mit der vierten Quest. Diesmal müssen wir bei der Befähigungsaufgabe 10 Gegner in einer Runde durch Kopftreffer eliminieren oder rundenübergreifend 20 Gegner durch Kopftreffer gesamt.
Bei der Meisterschaftsquest heißt es, eliminiere 5 Gegner in einem Leben durch Kopftreffer oder eliminiere in einer Runde 13 Gegner durch Kopftreffer gesamt. Beide Aufgaben funktionieren wieder in Combat Arms, ich spiele da meistens Markträumung. Man könnte echt meinen, dass es schwer wird, aber mit folgendem Trick ist es eigentlich ganz einfach. Ihr lauft also direkt zum Anfang zur Brücke, schießt die Gegner dort an und lauft dann wieder zurück zum Hausdurchgang und dann wartet ihr einfach. So, jetzt kommen wir zur fünften Questreihe, das ist jetzt die vorletzte. Diesmal müssen wir in einer Runde 12 Gegner per Hüftfeuer erledigen oder rundenübergreifend 25 Gegner per Hüftfeuer gesamt. Bei der Meisterschaftsquest müssen wir diesmal in einem Leben 6 Gegner per Hüftfeuer erledigen oder in einer Runde 20 Gegner per Hüftfeuer gesamt. Also ich würde dann eine volle Runde und zwar auf TDM spielen und zwar auf den folgenden Maps. Marita, Flugplatz, Iwo Jima, Hamada und Arras. So, jetzt kommen wir zur letzten und sechsten Aufgabe und zwar müssen wir diesmal bei der Befähigungsquest 25 Gegner in einer Runde oder 70 gesamt erledigen und bei der Meisterschaftsquest müssen wir 10 Gegner in ein Leben oder 35 Gegner gesamt. So, das Ganze geht auch wieder nur im PvP und zwar würde ich da euch den Durchbruchsmodus empfehlen und zwar folgende Maps: Vernichtung, Fiel, Flugplatz, Arras oder Verbogener Stahl. Wenn ihr dann auf so einen Server drauf joint, schaut bitte auf die Zeit und auf die Tickets. Das müssten halt noch genügend da sein. Wenn jetzt direkt das Rundenende schon ansteht, könnt ihr eigentlich direkt auf den nächsten Server gehen. Ach genau, und schaut noch auf die andere Seite, ob ein Cheater da ist, weil dann könnt ihr eigentlich direkt auch wieder einen Server verlassen. Normalerweise sind aber beide Aufgaben in einer Runde schaffbar. Okay, jetzt geht es mit dem Typ FLMG weiter. Wir schauen uns ebenso wieder alle Skins an, das beste Setup und dann gibt es nochmal einen kurzen Schusstest. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass bei allen neuen Waffen gar keine neuen Skins dabei sind? Zum Anfang gab es ja bei allen Standardwaffen, wie zum Beispiel die STG-44 oder die Sten und so weiter, weitere Skins, die man sich dazu kaufen konnte. Aber im Moment gibt es nur die 5 Skins und zwar Standard-Skin, Raubtier, Obernblau, Fabrikneu und halt der goldene Skin. Okay, wir schauen uns gleich das Setup an, aber erst folgt noch der kurze Schusstest. Also die Typ 11 LMG ist vom Handling her extrem schlecht zu handhaben. Reloadzeit ist extrem hoch und Damage ist nur mittelmäßig, sage ich jetzt mal. Da das Handling extrem schlecht ist, brauchen wir auf erster Ebene unbedingt schnelleres Zielen. Auf zweiter Ebene ist der Rückstoßdämpfer auch ein gutes Preset, was uns auf weitere Entfernung enorm weiterhelfen wird, gerade wenn es dann später um die Meisterschaftsquest geht. Da die Reloadzeit sowas von unerträglich ist, brauchen wir unbedingt Aufstocken. Dies ermöglicht ein schnelleres Nachladen mit Ladestreifen, wenn noch 5, 10, 15, 20 oder 25 Schuss im Magazin sind. Zu guter Letzt gibt es dann noch Hochgeschwindigkeitskugeln und so schaut das finale Setup dann in der Endfassung aus. Ich würde euch auch hier kein weiteres Setup empfehlen. Das ist wie gesagt das finale Setup, was für alle gültig ist. So, ich zeige euch jetzt mal das Schussbild mit diesem Setup und zwar einmal kurze Feuerstöße. Mittig gibt es dann Dauerfeuer ohne gegenzuhalten und links außen gibt es dann präzise Feuerstöße. So, weiter geht's jetzt mit den Aufgaben und zwar kommen wir zur ersten Quest. Bei der Befähigungsquest heißt es, verursache in einer Runde 800 Schadenspunkte oder rundenübergreifend 2000 Schadenspunkte. Bei der Meisterschaftsquest ist es ähnlich, da heißt es, verursache in einem Leben 600 Schadenspunkte oder in einer Runde 1500 Schadenspunkte gesamt. Beide Quests kann man wieder in Combined Arms abschließen. Ich zeige euch jetzt hier mal die letzten beiden Kills.
Okay, weiter geht's mit der zweiten Quest. Und zwar müssen wir diesmal 15 Gegner in einer Runde erledigen oder rundenübergreifend 30 gesamt. Und bei der Meisterschaftsquest heißt es, eliminiere 7 Gegner in einem Leben oder 25 in einer Runde. Auch diese beiden Quests kann man wieder in Combat Arms abschließen. So, kommen wir jetzt zur dritten Quest. Und zwar müssen wir diesmal in einer Runde 10 Gegner durch Kopftreffer erledigen oder rundenübergreifend 20 Gegner gesamt. Bei der Meisterschaftsquest heißt es, eliminieren ein Leben 5 Gegner durch Kopftreffer oder eliminieren in einer Runde 13 Gegner durch Kopftreffer gesamt. Im Prinzip ist das das gleiche wie vorhin. Geht da am besten auf Markträumung und stellt euch dann wieder ins Haus. Jetzt kommen wir schon zur vorletzten Quest, weil es diesmal nur 5 Waffenteile gibt. Diesmal wird es etwas schwerer. Bei der Befähigungsquest heißt es, eliminiere in einer Runde 10 Gegner aus mehr als 50 Meter Distanz oder eliminiere rundenübergreifend 20 Gegner aus mehr als 50 Meter Distanz. Das kann man soweit noch ohne Probleme abschließen. Aber die Meisterschaftsquest hat es diesmal in sich, und zwar heißt es hier, eliminiere 5 Gegner in einem Leben aus mehr als 50 Meter Distanz oder eliminiere in einer Runde 13 Gegner aus mehr als 50 Meter Distanz. Also da empfehle ich euch, Durchbruch als Verteidiger zu spielen, und zwar folgenden Karten: Arras, Verborgener Stahl oder Hamada. Alle anderen Karten eignen sich nicht so gut. Wichtig ist auch noch, dass die Runde erst angefangen hat und dass halt noch volle Tickets vorhanden sind. Solltet ihr direkt auf dem Server drauf joinen und die Runde läuft schon etwas länger, könnt ihr eigentlich direkt wieder runtergehen. Was auch noch wichtig ist, und zwar spielt mit einem Dreifachzoom, feuert nicht mehr als 2 bis 3 Kugeln ab, da die Waffe auf Entfernung gut verzieht. Wenn ihr jetzt mehr Kugeln abfeuern solltet, wird die Waffe halt zu unpräzise und ihr bekommt halt weniger Treffer. Was auch noch sehr gut ist, und zwar wenn das Server halb voll ist. Am besten so 40 von 64 Leuten, da geht's am besten. Also ich verstehe da jetzt nicht, wieso die immer die vorletzte Quest so schwer machen und die letzte ist dann wieder einfacher. Naja, bei der letzten Quest müssen wir diesmal 25 Gegner in einer Runde erledigen oder rundenübergreifend 70 gesamt. Dafür würde ich eine volle Runde auf TDM spielen, und zwar auf den folgenden Maps: Panzersturm, Hamada oder Rotterdam. Und bei der Meisterschaftsquest heißt es, eliminieren ein Leben 10 Gegner oder eliminieren in einer Runde 35 Gegner gesamt. Da könnt ihr wieder irgendwelche Durchbruchsmaps spielen, das ist egal welche. Am besten ist dort auch wieder, wenn der Server halb voll ist. So, jetzt kommen wir zur letzten Waffe, und zwar zur Schrotflinte Modell 37. Hier schauen wir uns auch wieder alle Skins an, danach folgt der Goldskin, dann gibt es wieder einen kurzen Schusstest, dann schauen wir uns das beste Setup an und dann gibt es wieder die Aufgaben dazu. So, beim Setup sieht es jetzt wie folgt aus. Und zwar auf erster Ebene habe ich da 15% schnelleres Nachladen gewählt. Gerade bei Schrotflinten macht das viel aus. Danach kommt Schlaufen und Drehgelenk, was wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Aber das erweiterte Magazin ist wichtig. Und zwar haben wir dann statt 5, 7 Schuss. Bei der letzten Ebene habe ich lange hin und her überlegt, was denn nun wichtiger ist. Aber letztendlich habe ich mich dann für den Schwerlast entschieden. Dadurch wird die Schrotflintenreichweite nochmals um 2 Meter erhöht.
Und so schaut das finale Setup dann in der Endfassung aus. Die Reduzierung der Streuverteilung um 33% finde ich nicht so gut. Man merkt dann halt mit der Zeit, dass es irgendwie die Reichweite einfällt. Ich habe das dennoch für euch mal getestet, und zwar einmal ohne Streureduzierung und hier einmal mit Streureduzierung. Auf jeden Fall sieht man da schon einen deutlichen Unterschied. Aber leider bringt denn das auf den meisten Maps nicht viel. Ich sag mal so, auf Operation Untergrund, auf Iwo Jima würde das vielleicht noch was bringen, aber auf allen anderen Maps ist es einfach unbrauchbar. So Leute, jetzt folgende Quests. Und zwar die ersten vier Quests könnt ihr ohne Probleme in Combat Arms abschließen. Ich lasse die jetzt mal vollständigkeitshalber durchlaufen, dass ihr die mal seht, und dann geht es mit der ersten PvP-Quest weiter. So, jetzt kommen wir zur fünften Questreihe, und zwar heißt es hier, eliminiere 15 Gegner aus mehr als 10 Meter Distanz oder rundenübergreifend 30 aus unter 10 Meter Distanz. Die zugehörige Meisterschaftsquest lautet, eliminiere 7 Gegner aus unter 10 Meter Distanz oder eliminiere in einer Runde 25 Gegner aus mehr als 10 Meter Distanz. Hier würde ich euch eine volle Runde auf TDM empfehlen, und zwar auf Iwo Jima, Flugplatz oder Marita. Okay, jetzt kommen wir zur letzten Quest, und zwar heißt es hier, eliminiere in einer Runde 25 Gegner oder rundenübergreifend 70 gesamt. Bei der Meisterschaftsquest brauchen wir 10 Gegner in ein Leben oder in einer Runde 35 gesamt. Später am besten auf dem halbvollen Eroberungsserver, und zwar auf den folgenden Maps: Vernichtung, Rotterdam und Arras. Okay Leute, wir sind jetzt soweit am Ende angekommen. Vergesst nicht, ein Like dazulassen, wenn es euch geholfen hat, und wer weitere Guides sehen will, kann auch gerne ein Abo dalassen. Okay, jetzt folgt gleich noch der Abschlussclip, und das war's dann auch. Wir hören uns die Tage, euer Goldpriester.